Hallo, in diesem Video erzähle ich dir, wie ich aus diesem Stück Tonmasse, das ist übrigens Indigo Summerton, eine Kugelvase herstelle. Ich habe jetzt ungefähr 1,5, 1,8 bis 2 Kilogramm, vielleicht auch 2,5 Kilogramm Ton in den Händen. Also wie gesagt, ich mache das alles ohne Wiegen, immer nach Gefühl, weil bei mir die Formsprache im Vordergrund steht und nicht unbedingt jetzt das Gewicht. So, ne? Also eine stimmische Form kannst du immer übers Gefühl machen. Und wenn du jetzt aber Akkord arbeiten willst, dann solltest du schon eine Serie hinkriegen. Und da kannst du natürlich mit Hilfe von einer Waage die exakte Gewichtmenge bestimmen. Ansonsten machst du das halt immer Pi mal Daumen mit der Hand, wo du auch ein ziemlich gutes Gefühl dafür bekommen kannst über die Jahre, sodass du das nicht abwiegen musst. Und das ist dann halt eine sehr Zeitersparnis. Kann aber dann passieren, dass dann immer so ein paar Mikromillimeter Unterschiede entstehen. Wenn deine Zielgruppe, deine Kunden das tolerieren, dann ist das super gut. Und wenn nicht, dann musst du halt abwiegen. Also das ist so, und abwiegen dauert halt, ne? Da brauchst du halt auch eine halbe Stunde, wenn du jetzt 100 solche Tonklumpen vorbereitest. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal hier zur Sache. Und abonniere gerne den Channel für mehr Tutorials. Like these. Das ist hier jetzt mein Knöchelzug, den ich mache. Da habe ich unten erst so eine Kerbe gemacht und innen auch quasi und schiebe das jetzt hoch. Also das heißt, ich schiebe und ziehe gleichzeitig. Dann mache ich mit dem Zahngriff den Rand dünner. Das heißt, oben ist der Durchmesser jetzt kleiner wie unten der Boden. Das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn du um die Höhe drehen willst übrigens. Dazu gibt es jetzt auch demnächst noch ein ausführliches Video hier auf dem Channel zum Thema Knöchelzug, was du machen musst, um richtig hochzukommen. Und jetzt fange ich direkt das Bauchen an. Dadurch, dass das eine breite Kugelvase wird, lasse ich in der Mitte immer ein bisschen drüber rutschen. Also das heißt, ich tue nicht alles ziehen, sondern immer in der Mitte ein bisschen verstärkt lassen, weil in der Mitte von der Vase ist natürlich die breiteste Fläche. Das heißt, wenn du dort das sehr dünn machst, dann kann es passieren, dass wenn du so eine Kugelvase machst, dass es dann zusammenklappt. Das heißt, rutsch einfach drüber, ohne zu ziehen und zu schieben. Und am besten machst du das halt mit deinen Fingern. Kannst natürlich auch mit einer Schiene arbeiten, aber diese Form, die mache ich immer mit den Fingern, weil du da am besten Gefühl hast. Das ist so meine Kugelvase, Hashtag Ballform. Das heißt, unten habe ich einen schmalen Fuß, oben habe ich einen schönen Rand und in der Mitte einen schönen Ball als Kugelvase. Genau, kannst du im Webshop kaufen, www.ceramicmills-germany.com.